Die Risse im Boden deuten auf die Gefahr hin. In Island wachsen angesichts von hunderten Erdbeben die Befürchtungen vor einem Vulkanausbruch nahe Reykjavik. Deshalb wurde vor einigen Tagen die Stadt Grindavík südwestlich der Hauptstadt evakuiert. Nun haben die Behörden den Einwohnern von Grindavík erlaubt, ihre Habseligkeiten aus ihren Wohnungen und Häusern zu holen. Viele Menschen machten sich deshalb auf den Weg, um ihre wichtigsten Dinge in Sicherheit zu bringen. Ich bin eigentlich nur da, um mein Haus so leer wie möglich zu machen und das Wichtigste mitzunehmen. Sachen für die Kinder, Weihnachtsgeschenke, solche Sachen, nur das Wichtigste. In den vergangenen Tagen hatte es hunderte Erdbeben in der Stadt gegeben. Wissenschaftler gehen davon aus, dass es in Kürze zu einem Vulkanausbruch in unmittelbarer Nähe kommen könnte. Die Behörden hatten deshalb den Notstand ausgerufen und die Stadt evakuiert.